Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. In der letzten Folge haben wir das System hier oben gebaut, was einwandfrei funktioniert, haben hier ein bisschen noch herumgetüftelt, haben hier den Kreisel entfernt, was zu einer verbesserten Straßensituation führt. Es muss sich bloß der Backlog von den ganzen Autos hier mittlerweile auflösen, weil vorhin hatten wir wirklich einen Backlog bis wieder auf die Autobahn hier oben, der sich aber jetzt auch schon wieder auflöst. Also es schaut aktuell echt gut aus. Aber dafür haben wir jetzt ein Problem im Untergrund. Und zwar habe ich ja vor 3 Folgen, glaube ich, die U-Bahn verzogen. Und seitdem steht unser komplettes U-Bahn-Netz. So, jetzt ist es ja, es ist schon gut. Es ist schon gut. Aber ich hätte gerne ein einheitliches Schienensystem, was nicht ausschaut, als ob man Kreise gezogen hätte als ein Kleinkind. Bedeutet, ich will alles nochmal abreißen. Jeden Bahnhof, jeden Schienenteil. Es gefallen mir einige Sachen, doch ich habe da eine bessere Idee. Ich weiß nicht, wie gut es funktionieren wird, aber wir probieren es. Bedeutet, wir gehen jetzt erstmal hier auf die Abrissbude und reißen hier die erste Station ab. Ja. Zack, weg damit. Ah, Vernichtung. Weg mit dem Ganzen hier. Jetzt kommt hier die Station weg. Weil das ist echt, also man muss es lassen, es ist okay gewesen für den Anfang. Hat ja auch riesige Transportmengen gemacht, aber jetzt, wo ich das Zeug halt verschoben habe, haben sich die U-Bahn-Sachen halt teilweise gedacht, oh, so. Und was mache ich hier? Deswegen habe ich gedacht, wir machen jetzt ganz, ganz simpel, wir reißen einfach alles ab, was wir so kriegen können. Wir tun nochmal ein neues System einführen mit ein bisschen strukturierteren System. Da ich gerade so schön auf Schiff bin, tue ich einfach, also beziehungsweise so schön gedrückt halten kann, tue ich jetzt erstmal die ganzen Schienen hier entfernen, weil ich den See hier einfach nicht mehr rüberfahren muss, dann ist es stabil, wenn man so drückt. Neue U-Bahn-Tunnel. Stell dir vor, das müsste jetzt Windmühle München zum Beispiel machen. So eiskalt die ganze U-Bahn einmal abreißen. Und dann neue Tunnel graben. Das wird in Chaos ausarten. Finde ich super, dass City Skylines keine so Bauzeit hat, wo dann, keine Ahnung, gerade eine Baustelle geöffnet wird und hin und her. Aber ich glaube, dann wäre das jetzt eine Sache, die ich nicht machen würde. Dann würde ich schauen, dass ich dort, wo ich die U-Bahn habe, ein Loch grob bubbel und die rausziehe. Obwohl, selbst das würde das Spiel doch nicht zulassen. Okay, jetzt sind alle Bahnhöfe weg. Jetzt warten wir kurz. Ah, wir müssen nochmal kurz ins U-Bahn-Netzsystem reinschauen. Hier. Die ganzen U-Bahnen löschen wir nochmal. Da sind jetzt zwar alle ganz, ganz traurig. Also wirklich ganz, ganz traurig. Und ich habe schon wieder eine Nachricht bekommen von Wimot. Da muss ich jetzt ein bisschen, die müssen sich jetzt ein bisschen gedulden, während ich aufnehme. Und zwar brauchen wir jetzt hier ein U-Bahn-System. Ich will ja später auch mal hier Züge reinbringen. Bedeutet, man muss hier logistisch denken. Hier würde wahrscheinlich ein Bahnhof hinkommen. Oder vielleicht auch in den Bereich hier. Hier haben wir aber Schienennetze. Zentral müsste irgendwo natürlich dann was liegen. Und ich habe an lokal hier gedacht. Da ist unser Zugumschlagplatz. Und dann fährt eine Schiene einfach mal gerade. Und geht hier hin und die andere geht hier hin. Dasselbe soll hier drüben passieren. Hier ist ein Bahnhof und hier ist ein Bahnhof. Dann sollen die sich aber abzweigen noch. Dann geht der eine hier hin und der andere geht dann noch. Weiß gar nicht, wo lag denn das Ding davor? Hier. Natürlich geht noch einer wieder nach hier hinten. Der war, glaube ich, hier. Der andere geht aber auch wiederum hier hin und geht dann nach unten in den Bahnhofsbereich. So.
Das ist kompliziert, man merkt's, oder? Der andere soll sich so gen Bahnhof der Zukunft generieren. Und geht dorthin. Der andere. Der anderen Schienen. Und das wird echt ein kompliziertes Schienennetz, glaube ich. Ja. Geht hier hin. Geht dorthin und bewegt sich dann da in die Eckbereich. So. Der andere soll hier außen, hier hin und dorthin. Schaut chaotisch aus. Dahinter ist ein Zirkaplan. Und dann natürlich wieder das typische: einmal hier, einmal dort. Aber dann noch einmal. Den Leuten ist aber auch alles zu steil, oder? Hier. Hier. Und nochmal ganz hier oben. Im Grunde, um euch das zu erklären, ich habe das jetzt in den oberen Schienenteil und in das untere Schienenteil eingeführt. Und dort müssen die Leute umsteigen. Ich habe das als cool empfunden. Ich hoffe, es funktioniert auch so, wie ich es mir vorstelle. Dann wird Terminal jetzt erstmal die Hauptschienen hier verbinden. Bedeutet, das hier geht mit dem hier in Verbindung. Und fährt dann nach hier. Der wiederum macht dann hier einen Bogen. Einen Bogen in die Kurve rum. So, genau. Biegt dann hier ein und geht dorthin. So. Und dann ist dann halt der Unterschied, dass hier zum Beispiel das eine Netz abfährt und sich dann nach hier unten bewegt und dann hier zu unserem Bahnhof. Der andere wiederum zweigt hier ab, kehrt hier ein. Und zack, verbindet sich mit hier. Und schon haben wir ein unten geradliniges, perfektes System, wo eine Station auf jeden Fall alle verbinden lässt. Und das ist so ungefähr das Ziel halt, ne? Es gibt halt immer eine Hauptstrecke. In diesem Fall ein bisschen lang ist. So. Und jetzt haben wir nicht genügend Geld. Das ist ja mal wieder super. Und jetzt wird uns das wahrscheinlich in einen großen Ruin führen. Oder wir kriegen ganz schnell wieder viel Geld. Warum kosten so scheiß Schienen so viel? Kann ich nicht... Habe ich noch die Möglichkeit eines Darlehens? Nehmen, perfekt. Würde uns sehr viel helfen, aber hey. Alles für das Schienennetz. Solange es nicht die Deutsche Bahn ist. Ja, das Gebäude ist mir gerade wurscht, was da in Flammen steht. Nicht genügend Geld schon wieder. Ey, das geht mir auf den Sack teilweise. Das kostet 5000. Komm, dann habe ich die Schienen fertig. Komm schon. Jawohl. Okay. Und jetzt müssen wir noch die Routen einführen. Das ist relativ easy. Wir haben immer eine komplette Route jetzt. Zack. Zack. Die geht nach hier an die Main Station. Hier zurück. Und wieder. Ich darf keinen Bahnhof übersehen. Das ist halt das Problem gerade. Aber ich finde, ihr könnt ja gerne mal
eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber ich finde, das ist ein geordneteres System als das, was wir davor hatten. Und sollte eigentlich auch viel erleichtern. So. Jetzt haben wir die eine Seite ja fertig. Oh Gott. Jetzt kommt die längste Strecke. Da werden wir viele Züge einführen müssen wahrscheinlich. Aber dafür ist deshalb auch die Verbindung für unsere Arbeiter so circa. Dass sie in die City kommen. Und im Grunde ist ja mein Plan dann am Ende, dass wir... Zack. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwie einen Bahnhof übersehe, den ich aus Versehen gebaut habe. Dass wir hier am Ende mehrere, so wie in München. Kennt ihr die Pläne in München im Bahnhof, in den Zügen drin? Wo immer so einzeln, dass immer sozusagen alles auf diese Punkte zurückläuft. Also alle auf diese Punkte. Ihr solltet es nicht mit dem Finger zeigen, das seht ihr nicht. Und das ist so im Grunde die Idee dahinter. Alles so auf den Mittelpunkt wie möglich zu halten. So. Perfekt. Wir haben schon wieder 400 pro Woche. Das einzige Problem ist halt zum Beispiel hier, weil die wechseln jetzt hier überall die Straßen. Was nicht so schlau war. Weil die müssen natürlich jetzt hier alles wechseln und das müssen wir jetzt per schneller Brückenformation ändern. Wo waren die? Brücke, 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 Brücke. War die hier drunter? Ja, hier war sie. Das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum ich das hier ausgewählt habe. Eins. Baukosten 84. Ändert sich das? Ja. Also im Grunde gerade für mich die Inspiration, dass ich weiß, okay, ich muss bis hier vor. Und dann auf 84 hoch. Dann kann ich das verbinden. Und wenn ich jetzt Glück habe, wechseln die Leute nicht mehr hier drüber. Weil das tut jetzt gerade Stau verursachen. Und zwar wie Hölle. Aber ansonsten müssen wir halt denen hier sagen, nope und nope. Dann werden die sich jetzt noch kurz andere Wege suchen und dann bemerken, hey, das ist einfacher. Weil im Grunde das ist, was ich jetzt gerade hoffe. Ja, Alter, was da für Menschenmassen unterwegs sind. Alter, was? Wie viel sind hier unterwegs? 700. Hier drüben? 200. Ich kann es verstehen, ich habe noch 13 FPS. Wo kommen denn die alle her? Also sie laufen... Original. Leute, hier brennt was. Was Wichtiges. Na, ist gelöscht. Das war ein Park. Oder ist ein Park. Halt ein bisschen angeschwärzt, aber existiert noch. Wie schaut's mit unseren... Warum? Ich verstehe nicht so ganz, warum sie drauf kommen... Oh, wenn da zwei mehr stehen, dann muss ich da jetzt auch stehen bleiben. Aber es bewegt, es rollt ja schon, also... So schlimm kann es ja nicht mehr sein. Der größte Backlog ist ja eigentlich hier. Bedeutet, sobald der weg ist, sollte ja das auch kein Problem mehr darstellen, weil dann läuft es ja flüssig, ne? Aber wir haben den Rest komplett unter Kontrolle gebracht. Ich bin gerade echt erstaunt. Was ist denn das alles? Lagerpunkte. Hey, braucht es ein bisschen Lagerplatz? Wir haben genug. Und ein paar Gebäude dann. Und ich hoffe, dass dann die Müllabfuhr auch schnell genug durchkommt, weil jetzt haben wir gerade echt ein Müllproblem. Weil die stehen halt alle auch jetzt im Stau. Was halt problematisch ist. Aber wie es ausschaut, haben wir gleich alles gelöst. Also es ist wirklich kurz vorm Verenden alles. Es stehen sogar eins zu unseren höchsten Häusern mittlerweile hier. Hier beschweren sie sich sogar über Lärm, was ich nicht so ganz verstehen kann. Wie kann man sich hier über Lärm beschweren?
Aufgrund der Lärmbelästigung. Wo ist denn hier eine große Lärmbelästigung? Lärmbelästigung ist eher da. Achtung, Leckpunkt. Wo die ganzen Menschen unterwegs sind. Oh, ich habe den einen zu hoch gesetzt. Warte mal, das können wir noch schnell ändern. Und ein Punkt. So. Alter, was da für Menschen? Schauen wir mal schnell im Untergrundsystem. 2000! What the fuck? Alter, wer bewegt am meisten? Die erste sogar. Ohne Scheiß, die erste macht am meisten? Also die Strecke hier? 10 Haltestellen, 4 Fahrzeuge. Stehen da Leute? Da fahren nur 2. Oder sind die so aufeinander getrimmt? Ich weiß es nicht. Der ist ja wurscht. Wir können ja ein bisschen mehr einführen. Aus irgendeinem Grund sterben hier dauernd Leute. Vielleicht, weil hier zu viel Müllverbrauch ist, aber... Und es halt... echt einen verdammten Backlog hat. Warum hat das hier so einen Backlog? Also es bewegt sich hier gerade absolut nichts mehr. Doch woran liegt das? Also ich sehe es gerade so, dass es sich auflöst. So würde ich das gerade ansehen, aber ich würde gerne wissen, wo wollt ihr eigentlich hin? Also jetzt mal ohne Flachs, wo wollen die alle hin? Aber Leute, das sehen wir in der nächsten Folge und finden hoffentlich auch eine Lösung. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Everything changes.